Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Und wir schauen uns heute den Nachgänger von Bridge Constructor, und zwar den Stunt, an, den mir freundlicherweise Head Up Games zukommen ließ und ich doch gerne heute hier ein wenig vorstellen möchte und auch so ein wenig die Unterschiede und zu dem Vorgänger quasi, wo man ja eigentlich nur Brücken baute und versuchte dann diese irgendwie befahren zu lassen, hat dieses Spielchen doch ein paar, würde ich sagen, ja, Sachen drin von Sunny Hill Ride oder so, die dadurch auch ein bisschen ähneln. Aber das schauen wir uns dann gleich alles in Game an. So, Hallihallöchen, und da sind wir schon bei der Levelauswahl. Ihr seht schon, ich habe es ein wenig mal angetestet, aber wir gehen jetzt in die erste Level hinein und werden natürlich das Ganze von vorne spielen und nicht von hinten. Das wäre ja auch mal andersrum, das Pferd aufgezäumt oder so. Nein, wir gehen natürlich schrittweise vorwärts und starten mit dem schönen ersten Level, was es hier gibt. Oh, ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Normalerweise kommen nämlich hier jetzt auch Texte, Tutorial-mäßig. Und zwar haben wir auf dem Computer selbst WASD, wobei wir können mit D eigentlich nur Gas geben und mit W können, können wir gar nichts. Mit A können wir wiederum bremsen. Das können wir auch demonstrieren. Und das ist einer der großen, ja, Veränderungen, muss ich mal sagen, weil rückwärts geht es übrigens nicht, schade eigentlich, dass man nochmal so zurückfahren kann und nochmal richtig Gas geben und Schwung holen. Deswegen werden wir das hier jetzt auch vermiesen. Denke ich mal. Das sieht aber lustig aus. Ja, genau so sieht es dann aus, wenn wir es vermiesen. Und zwar, wir kommen nämlich hier jetzt nicht mehr rüber. Oder doch, gib Gummi. Ey, wir haben es geschafft. Okay. Und ein Salto hingelegt. Cool. Yeah, schieb. Gib alles. Schade, Schokolade, das wird so nix. Na gut, dann müssen wir halt Rampe speichern. Nee, Level verlassen, okay. Ja, so ein Restart-Button wäre nicht schlecht, ne? Mal so, by the way. Aber wir geben jetzt hier mal Vollgummi und dann sieht das auch richtig spektakulär aus. Und hat auch so ein bisschen was von Angry Birds oder so, finde ich. Mit den ganzen Sachen umnieten und Explosionen und sonstiges. Aber der große Unterschied ist halt wirklich, dass wir nicht nur die Brücke bauen und sagen so, ja, dann fahrt mal, meine lieben schönen Autos. Nein, ganz im Gegenteil, wir müssen selber fahren. Finde ich eigentlich eine sehr tolle Sache. So, da können wir nämlich einfach mal Gas geben und hui, fliegen über das erste Hindernis hinweg. War da gerade ein Flattermann. Und auch über das zweite. Und jetzt sehen wir haben das Ziel nicht getroffen. Na, wie schade. Okay, nochmal fahren. Ja, nochmal fahren ist gut. So, und zwar merken wir jetzt schon, hollala, okay, das geht. Aber wenn wir dann das Ziel verfehlen, ist das nicht gut. Weil dadurch hätten wir die Level dann nicht geschafft und müssen diese nochmal fahren. So, deswegen gebe ich jetzt hier nicht so viel Gas und bremse und. Autsch! Aber unser Auto fährt auch mit brennenden Reifen. Warum auch nicht? Naja, haben wir ein bisschen Turbo eingelegt. So, und das sind erstmal die ersten Level, die man so machen muss. Wir müssen jetzt auch der Sternchen sammeln. Oh, hätte ich da bremsen müssen. What the... Damn it. Ups. Okay, das war wohl nicht so. Ampelspeicher. Warum gibt es hier nicht nochmal fahren? Ach, da unten haben wir einen, ja, Reset-Button. Unten links in der Ecke.
Damit können wir das Level resettieren. Okay, wir können uns übrigens auch anschauen, wie wir gefahren sind. Mit dem Monitor da drüber. Ja, das ist auch sehr schön, finde ich, dass man so ein Replay hat. Ui! Ja, irgendwas hat uns da volle Möhre erwischt. Ich weiß nicht, was das war. Aber egal. Okay, jetzt haben wir keine Musik. Ach, da oben das X in der rechten Ecke. Und schon können wir auch alles von vorne machen. So, dann geben wir nochmal Hackengas. Und ui, und hops. Und jetzt bremsen, habe ich gehört. Den Stern. Jetzt können wir Gas geben. Und ui. Sag mal, bin ich gerade mal das Ziel hinausgeschossen? Ich glaube ja. Ja, schade, schade, Schokolade. Ja, wir haben wenigstens alle Sterne mitgenommen da. So. Lassen wir ihn hier einfach mal drüseln, drüseln, treffen. Brems! Oh, genau aufs Ziel gesprungen. Das ist doch mal was. Yeah! Genau, so, wollen wir keine Zeit verlieren. Schauen wir uns gleich Level 4 an. Hier gibt es auch immer so komische Schrauben, die man finden kann. Und wir können auch Loopings machen. Das sieht spektakulär aus. Ja, und wir haben die Schraube gekriegt. Und jetzt liegen wir auf dem Rücken wie Käfer. Und können nichts mehr tun. Nö, da ist finito. Sense im Gelände. Naja dann, fahren wir einfach nochmal an. Und dann müssen wir vielleicht wieder den Schwung reduzieren gleich oder so. Oder mehr Gas geben. Das ist alles so ein bisschen... Ja, ja, jawoll! Wir haben es geschafft. Juche! So. Ja, da muss man alles ein bisschen rumfummeln und machen. Aber das ist ja auch das Schöne, was das Spiel ausmacht. Ups. Ja, und wir sehen jetzt schon hier, hier haben wir ein Gerüst. Wir könnten natürlich das Gerüst auch noch erweitern und, ja, keine Ahnung, was mitbauen. Sprich, die Rampe noch vergrößern oder sonstiges. Jetzt seht ihr allerdings, diese Teile hier, die sind alle eigentlich, ja, nur Gerüstteile. Wenn wir die jetzt einfach nochmal anklicken, werden sie zu einer Straße oder einer Rampe. Das muss ich auch erstmal erlernen, wie das geht und dass es eigentlich total einfach ist. War dann auch nicht ersichtlich. Zudem muss ich auch sagen, so wirklich mit dem Monitor jetzt auf eine andere Stelle zu kommen, ist ein bisschen schwierig. Wir haben nicht hier oben auch nochmal solche Teile und wir haben ganz oben ein Budget. Nee, wer hätte das gedacht? So, also sprich, wir können jetzt hier zwar bauen, aber haben natürlich nur das Budget 12.000. Boah, da baue ich ja eine ganze Brücke für. Tralala. So, aber wir müssen immer mit der Maus so ein bisschen dahin gehen, wo wir hinwollen. Ja, ich fände es ein bisschen schön, wenn man mit rechts oder so, wischtechnisch mäßig, denke ich mal, ist es auf dem Handy schon. Das Ganze ist nämlich auch bestimmt wieder für iOS und Android und sonstige Sachen erhältlich. Also sprich die mobilen Gerätschaften. So. Allerdings, wenn ich da oben hin will, muss ich da nicht noch mehr Ramp bauen. So steil nach oben. Das wäre doch was. Allerdings können wir das Ganze jetzt auch schwertechnisch belastend uns anschauen und da bricht es auseinander. Das ist nicht so gut. Weil die ganze Last quasi auf dem liegt, verteilen wir die Last ein bisschen um. Das hier kann übrigens ja, normal links bleiben. Schauen wir es uns jetzt mal an und es bricht uns auch auseinander. Das ist alles nicht gut. Versuchen wir die Last noch mehr zu verteilen. Vielleicht hier auf die Bahn oder so. Ja, und das ist eben so der Aspekt des Bridge Constructors selbst. Könnt ihr auch so machen. Nein. Komm, ein bisschen Geld haben wir noch. Oh, wir haben es überschritten. Das ist jetzt komisch. Bleib doch einfach mal ein bisschen stehen. Na gut. Aber irgendwie müssen wir die Rampe erweitern.
vielleicht so ganz steil. Mal schauen, ob das stehen bleibt. Ich glaube, nein. Das ist einfach zu schwer. Wir können natürlich auch alles abreißen. Lalala. Mit dieser schönen Mülltonne. Ja, okay. Und dann bauen wir ganz von vorne. Also er zeigt uns hier übrigens erstmal so ein kleines Muster an. Und dann können wir natürlich weiterbauen. Im Grunde. So. Ja, ja, ich wollte ja gar nicht zu tief. Jetzt machen wir das hier wieder zur Straße. Und schauen mal mit dem Belastungstest. Oh, es bleibt stehen. Naja, ich glaube, wenn wir drüber fahren, nicht mehr. Irgendwie so, ne? So, wieder rein, raus scrollen. Entschuldigung. Ich muss mal sagen, ich bin leider derzeit noch ein wenig erkältet. Leider. Und ja. Ist so, gucken wir mal, ob das stehen bleibt. Ja, das geht gerade so. Und jetzt klicken wir oben links aufs Auto und dann können wir losbrettern. Yay! Wuhu! Aber wir kommen nicht hoch genug. Okay. Wuhu! Oha! Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass wir von hier unten nach oben müssen. Gut, dann gehen wir wieder auf den Hammer. Das ist ja Hammer, ey. Ich dachte eigentlich, wir müssten jetzt nach oben kommen und dann durchfahren oder so. Okay. Vielleicht reicht dann auch die kleine Rampe hier. Aber wenn wir von hier nach da springen und dann darüber. Wie soll ich den denn dahin hier abholen? So oder was? Müsste das ein Stück Straße sein? Na, yippie. Wie zum Henker soll das gehen? Ich habe keine Ahnung. Hier ein Gegenstück zu bauen. So, kommst du hoch, junger Mann. Und das mache ich auch nochmal zur Straße. Mal gucken, was das... Also, hallo? Die Level hatte ich eigentlich schon mal geschafft. Na dann, schauen wir mal. Juhui! Ein Salto vorwärts. Ein Hüpfer nach oben. Und irgendwie ist unsere Brücke da zusammengekracht. Aber den Stern haben wir mitgenommen. Und wir kommen ins Ziel. Na, immerhin. Okidoki, yeah, neuer Rekord. Super. Aber wir werden uns jetzt nicht an den Leveln aufhalten. Wenn ihr natürlich mehr davon sehen wollt und so weiter. Also sprich das, was wirklich mal versuchen durchzuspielen. Hier seht ihr schon, ist die Brücke oder die Rampe besser gesagt, ist ja schon vorgebaut. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht zu bestaunen, oder? Doch, hier könnten wir noch. Ach, da kann man auch noch mal eine Rampe bauen. Meine 7000 sind aber schon längst erschöpft. Okay. Zeig mal her. Vielleicht bauen wir es doch mal schnell um. Hier ist auch noch nichts vorgezeichnet oder so. Jetzt kommen wir mehr in den Free-Build-Style, würde ich mal sagen. So, so. Ja, die sieht strukturierter aus. Und kostet auch wesentlich weniger. So, egal, jetzt müssten wir mal gucken, von hier aus nach oben, Moment, darf ich mal, da oben ist der Stern, ne? Die Sterne haben wir gern, ja, ja. So, verankern wir das Ganze und dann haben wir kein Geld mehr, oder was ist los hier? Ja, geht doch, sieht doch gut aus. So, machen wir daraus noch Fahrbahnen, wir könnten einen Belastungstest machen. Okay. Diesen hat es nicht standgehalten. Schade eigentlich. Dann müssten wir es doch anders bauen. Vielleicht so hier.
Aber es müsste ja noch höher gehen, oder? Wenn ich von hier nach da baue und dann runter vielleicht. Dich weg, dich dran. Aber schauen wir mal uns den Belastungstest an. Ja, das sieht in erster Linie schon mal relativ stabil aus. Okidoki. Dann würde ich sagen, fahren wir doch einfach mal los und schauen, was das Ding hier so aushält. Brummdi-wummdi. Wo wir hinfahren, da brauchen wir keine Brücken. So, uiuiuiui, wir springen über den Stern hinüber. Das war nicht so gut. Okay, das würde ich nochmal fahren. Jetzt schaffen wir es, den Stern zu erwischen. Den ersten kriegen wir ja. Hallo? Was ist denn nun kaputt? Okay, whatever. Also da muss ich mal zusagen, manchmal fährt er so ganz kurios, manchmal fährt er ganz normal. Ich wollte zwar ein bisschen bremsen, aber so toll auch nicht. Schade, schade, Schokolade. Na gut, dann wird das wohl nichts mit dem Stern. Yeah, neuer Rekord. Okay, wir schauen uns Level 7 an. Und wir sehen auch schon, hier hatte ich eine Brücke schon gebaut. Ich glaube, die war auch schon ein bisschen größer. Hier hinten ist nämlich auch noch ein Stück Brücke. Und da hinten kommt das Ziel. Wunderbar. Aber wie gesagt, es wäre schon toll, wenn man das irgendwie sliden könnte mit Rechtsklick oder sowas. Es ist nämlich die Steam-Version-Variante, wie man es haben möchte. Hui, also direkt auf einem PC. Und wir rutschen einfach mal auf dem Rücken ins Ziel. Hauptsache angekommen, ne? Würde ich dazu mal sagen. So, Level 8. Gut, dass ich so viel schon vorgebaut habe. Hier müssen wir übrigens eine Landung hinkriegen. Ohne dass unser Auto total sich in Kleinstteile zerlegt. Das geht nämlich auch. Yippie! Saltomontale! Die Brücke zerfällt, unser Auto aber nicht. Mäp, mäp. Und das war Sinn und Zweck dieser Übung. Na gut, die Brücke hätte vielleicht standhalten können, aber naja. Abschleppwagen. Ich denke mal, hier wird es auch noch mehrere Autos geben. Und hier müssen wir wirklich mal eine Brücke bauen. Hui! Ja, damit wir hier rüberkommen und dann kommt erst die Schanze. Und wir müssen auch das Autochen abfangen. Alles wunderbar gelungen. Ihr seht schon, ich habe da ein bisschen vorgearbeitet. Das macht es natürlich besser, wenn wir ja jetzt das mal so in einem Let's-Test einfach mal anspielen, dass schon einige Sachen vorgearbeitet sind. So, hier hatten wir auch schon gemacht. Meine Güte. Also kurz nachdem ich das Spielchen dann hatte, habe ich auch gleich losgelegt, wie man sieht. Hui! Und es macht wirklich Spaß, muss ich auch sagen. Vor allem, wenn man so richtig auf der Fahne landet. So, und da sind wir schon in Kapitel 2, Level 2. Und da habe ich auch schon ein wenig vorgebastelt. Ich konnte es ja nicht lassen. Nein, nein, Spaß beiseite. Es ist ja gut so. Ja, okay. Das letzte Mal sind wir ein bisschen anders drüber gefahren. Aber wir haben es geschafft. Juppie-io. Darum geht's doch. Yeah. Neuer Rekord mal wieder. So, und jetzt seht ihr schon Level 3. Habe ich noch... Doch, habe ich auch. Ah, hier kommt ein Tipp. Achte auf die Anforderungen für jedes Level. Grüne Sterne sind grundsätzlich optional. Aber in diesem Level musst du den grünen Stern einsammeln, um das Level zu schaffen. Okay, die Startrampe ist zu flach. Passe sie an, um den Stern zu erreichen. Okay, die ist zu flach. Ich würde sagen, so hier. Und wir probieren es einfach mal aus. Rums. Also manchmal ist die Rampe auch schon so halbwegs gebaut.
Ja, gute Landung. Oh, da passiert doch noch mal was. Interessant. Okay. Die muss wohl sehr viel höher gehen. Richtung Stern. Na, ich wäre eigentlich mehr so für so was hier. Und dann so nochmal. Und hierher. Und er müsste hier auch nochmal stabilisiert werden. Oh my goodness, ob das den Belastungstest aushält? Es sieht rot aus. Okay, dann wollen wir mal drüber fahren, mal gucken, wie stark das Ganze zusammenklappen kann. Nein, das war immer noch zu niedrig. Na, wieder noch, ne? Nee, stopp halt. Ich wollte umbauen. Also die muss noch steiler hoch, oder was? Oder flacher. Eins von beiden. Okay, wir schauen es uns nochmal an. Und dementsprechend müssten wir dann nochmal umbauen. Nee, das ist zu flach. Immer noch. Und da oben soll man nicht landen. Das ist sehr kurios. Das ist sehr kurios. Ja, du, da... Dann machen wir hier so ein Dreifach-Salto-Montade. Auf die ganz schöne Art. Ja, das können ruhig stützen bleiben, danke. Ja, schauen wir mal, ob das überhaupt noch belastend standhält, ja? Naja, das wird lustig. Egal, wir hier machen Gas und hui, machen ein Saltomontale, erreichen den Stern, explodieren. Lol. Okay, das Ganze bitte nochmal. Wumm. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir das mal mit Vollgas hinkriegen hier. Wie oft explodiert der denn? Ja, unter der Brücke soll man nicht landen. Okay. Dann würde ich sagen, passen wir das andere mal an. Hier drüben, dieses schöne Teil, unsere Auffangstation. Komm ja in einem gewissen Winkel hier runter. Und wir haben kein Geld mehr. Nein! Ja, ich glaube, ich mache es komplett anders. Weil hier ist ja Straße. Dann können wir es vielleicht so bauen. Kannst du dich da oben anlehnen? Das wäre lustig. Sieht aus wie ein umgekippter Stuhl. Ich bin mal gespannt. Ja, okay. Sieht irgendwie komisch aus, aber okay. Nehmen wir erstmal so, ne? Hallo, ich habe... Achso, Belastungstest beenden. Dann machen wir aus dir auch noch eine Fahrbahn. Also er kann sich hier wirklich drauf abstützen. Das finde ich super. Nutzen wir einfach das, auch wenn es nicht so ist. Ich denke, das ist, was wir brauchen. Nein! Es klappt zusammen! Okay, da müssen wir vielleicht nochmal ran. Also zusammenklappen sollte es nicht möglichst. So, wenn ich die Schrägen einfach rausnehme, wohl. Schon wieder kein Geld. Nee, diesmal schon. Schauen wir mal. Klappt einfach zusammen. Es klappt noch mehr zusammen. Okay. Wenn wir jetzt die Schützen mal komplett wegnehmen, was passiert dann? Legt sich unten hin und macht ein Nickerchen. Auch nicht gut. Na, pfui, aus, Deivel. Soll es da schon rangehen? Ich versuch's mal mit einer Art Gegengewicht. Wenn wir da noch Geld hätten. Ah.
richtig schöne Geld. Und wenn ich das wegnehme, naja, das wird auch zusammenklaspern. Aber egal. Naja, probieren wir es einfach nochmal aus. Die erste Brücke geschrottet. Und selbst geschrottet. Nein! Jetzt bleibt das Ding stabil und wir kommen nicht rüber. Es kann's doch nicht sein, ne? Und wenn wir es so mal probieren? Interessant. So hätten wir theoretisch ein Gegengewicht. Naja, probieren geht über studieren, sag ich ja öfter mal, ne? Also denn. Ui, es muss doch eine Möglichkeit geben. So, dreh dich. Komm hoch, fahr. Schade. Oh, guck mal, das Ding ist aber auch schon im Wackeln da. Na gut, dann würde ich sagen, das soll es erstmal fürs Let's-Test gewesen sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat und meine komischen Künste hier zu betrachten, könnt ihr ja auch sagen, yay, das würde ich mir doch sehr gerne als Let's Play vorstellen. Ansonsten probiert es einfach selber mal aus. Ich weiß gar nicht, ob es eine Demo dazu gibt, aber wenn ja, werde ich sie natürlich unten auch rein verlinken. Also denn, danke fürs Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Snoopy.